Na, mal, hier ist wieder der Schattennaseweiß mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich Thomas Henry, Spicy Ginger. Und die Marke ist mir schon öfter aufgefallen, weil die habe ich öfters mal in Restaurants gesehen. Ist wahrscheinlich irgend so ein Hipster-Kram wieder. Die haben auch das volle Programm, also Ginger Ale und oder Ginger, das wird wahrscheinlich schon eher ein Ginger Bier sein. Aber die haben auch Bitter Lemon Tonic Water und den ganzen anderen Kram. Gucken, vielleicht mache ich die anderen auch mal, oder beziehungsweise sicher werde ich den machen. Für die besten Drinks in den besten Bars. Naja. Premium Filler aus Berlin, ja. Dann hoffen wir mal, dass das besser ist als der Flughafen oder der andere Scheiß, der aus Berlin kommt. Da drin ist auf jeden Fall Wasser, Zucker, Kohlensäure, natürliches Ingwer-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Säurungsmittel, Zitronensäure, Stabilisatoren, Gummi Arabicum und Glycerinäste aus Wurzelharz. 59 Kalorien, also nicht, definitiv nicht zuckerreduziert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und allein schon der Geruch, der mir aus der Entfernung entgegenweht, und das habe ich damals im Chemieunterricht gelernt, dass man an Chemikalien nicht direkt riecht, sondern dass man sich den Geruch so zufächern soll. Ja, also riecht auf jeden Fall sehr intensiv nach Ingwer. Und ich bin mal gespannt. Ich habe mich zwar so langsam an den Ingwer-Geschmack gewöhnt, aber der könnte dann doch eine Dosis zu viel sein für mich. Auf jeden Fall sehr intensiver Ingwergeruch. Oh ja. Ich meine, der Ingwergeschmack direkt im Mund ist nicht so stark. Aber im Abgang habe ich, glaube ich, noch nie so einen scharfen Ingwerkram gehabt. Ist aber auf jeden Fall schön süß. Was die Sache dann, was wahrscheinlich den ersten Geschmackseindruck ein bisschen abmildert. Auf jeden Fall haben die nicht übertrieben. Das ist definitiv Spicy Ginger, überraschend scharf. So überraschend ist das jetzt auch nicht. Aber holla die Waldfee. Mir ist es ein bisschen zu viel, bin ich ganz ehrlich. Aber ich schätze definitiv die Süße von dem Zeug. Und ich werde mir tatsächlich mal zumindest die Bitter Lemon von denen holen. Weil wenn die genauso süß ist, könnte die tatsächlich richtig lecker sein. Nicht so wie der kalorienreduzierte Scheiß, den man sonst heutzutage noch kaufen kann. Also ich denke mal, wer Ingwer mag, wird die richtig lecker finden. Mir, wie gesagt, mir ist es zu viel. Hat aber auch eine angenehme Kohlensäure. Die ist da, aber entweder ist die so feinperlig, weil hier blubbert nichts. Also entweder ist die so feinperlig, dass es nicht auffällt. Oder es ist tatsächlich ein bisschen weniger. Aber das ist auch
Auch die Menge der Kohlensäure finde ich genau richtig. Nur wie gesagt, mir ist die Ingwermenge ein kleines bisschen zu viel. Liegt aber auch daran, dass ich nicht so der richtige Ingwer-Fan bin. Aber nichtsdestotrotz, obwohl der Scheiß aus Berlin kommt, reicht das definitiv für einen für einen Seitwärtsdaumen hoch. Mir ist es zu viel Ingwer. Aber wie gesagt, wenn ihr Ingwer mögt, probiert das halt auf jeden Fall mal aus. Ist allerdings auch schön süß. Also, ich finde jetzt nicht übertrieben süß. Also, ist jetzt nicht so, dass das nur nach Zuckerwasser schmeckt. Ich finde, das ist eine gute Mischung. Ich hoffe, ihr fandet das Video ist auch eine toll, auch eine schöne Mischung. Wenn ja, ich freue mich immer über einen Daumen hoch. Ich freue mich auch immer über einen netten Kommentar. Abonnieren kann man den Kanal auch, habe ich mir sagen lassen. Und dann sage ich jetzt wie immer, danke fürs Zugucken und bis beim nächsten Mal.